David Harbour spielt damit. Der sieht doch so aus. Nice. Hallo, ich bin Xami und das hier ist Alone in the Dark. Prolog. Das bin ja ich hier. Schauen wir mal, was wir hier machen müssen. A. In die nächste Kammer. Uiuiui. Also das sollte man nicht im Dunkeln spielen, weil da wird man ja erschreckt. Oh, ein Chaos ist hier. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Also das ist wirklich die ersten Meter. Oh. Ich glaube, hier spukt es. Oh, da ist jemand. You scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. Oh, der weiß was. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Weg ist er. Where'd he go? I'll just post it myself then. So, ich soll den Brief jetzt irgendwo abgeben. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Oh, ich krieg einen Schlüssel. Oh, Lobby-Schlüssel, den brauche ich bestimmt. Typewriter, wenn ich hier bei der Schreibmaschine speichern kann, dann weiß ich, dass es geklaut ist. I'm touching your typewriter. ja, dann gehen wir mal zur Lobby, oder? Zacki. Hier komme ich doch her, genau. So. Die Türen sind alle verschlossen. Also das war die Tür, wo ich herkam. Gehen wir mal hier lang. Also Alone in the Dark, das gab es ja früher schon mal. Ne? Die, siehst du, hier brauche ich den Schlüssel. Gab, glaube ich, 3 Teile. Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe nur den ersten gespielt. Damals, so richtig schön in Klötzchen-Grafik. Das ist also ganz schön gruselig hier mit den Figuren. Sag ich ja. Schnell weg. Ach, hier brauche ich einen neuen Schlüssel. Oh, das ist komisch hier mit der... Oh! Hä? Das war doch alles noch schön gerade. Jetzt ist alles irgendwie gruselig. Und ich komme hier nicht weiter. Oh Mann. Und nun? Den Schlüssel habe ich immer noch nicht. Aber jetzt kann ich hier wohl nicht runter, oder? Testen wir das mal? Doch, ich kann runter. Aber ich traue mich nicht so richtig, weil von jetzt auf gleich ist ja alles gruselig geworden. Und das muss ja nicht sein, oder? Alles bewachsen, also ich glaube, wir haben gerade ein... Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben einen Zeitsprung gemacht. Oh, da gehe ich nicht lang. Oh, was ist hier? Ah, man kann da rüberklettern. Also der Bär sieht auch nicht so gut aus. Shit. Oh, schneller, Mädel. Ich kann nicht besser. Schneller geht nicht. Doch. Jawohl. Das ist meine Brücke. Meine Bärenbrücke. Und hüpf rauf. So, aber schön, wie sie den Brief immer in der Hand hält. So, jetzt balancieren wir mal hier rüber. Ah, das ist das Vieh wieder. Kann sie springen? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Da, zur Tür muss ich. Okay. Komm, schnell rüber da. Und... A Leap of Faith. Jawohl. Schnell. Komm, lass mich hier. Lass mich steuern. Da kommt er. Es sind mehrere. Lauf. Tür zu. Das war knapp. Okay, wohin? Da möchte jemand rein. Wohin jetzt mit dem Brief? Schnell mal weg hier.
Komm, zwei Türen sind hier, eine kleine und eine große. Wir versuchen die kleine. Ich kann nicht... Ich kann nicht rein, weil ich keinen Schlüssel habe. Vielleicht hier. Auch nicht. Ist er zu schwach für. Ja, nu? Habe ich hier irgendwie Optionen? Guck mal, hier liegt doch was. Also sie ist sich durchaus bewusst, dass das hier irgendwie komisch ist. Interessant, interessant. So, wo muss ich jetzt hier hin? Oh, hier ist ein Radio. Genau, machen wir uns ein bisschen chillige Musik. Ah, man kann da durch. Den Brief haben wir abgegeben. Da sind aber Geräusche jetzt überall. Eieieiei. Nichts für mich. Okay, ja, ist was für die hellen Stunden am Tag. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic. That we were too late. Jodie Comer. The house looked different, but it was still Calder set up. David Harbour spielt damit. Der sieht doch so aus. Nice. So, instant buy. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Oh, das war's. Okay. Ja, Ersteindruck gut. Bisschen zu wenig. Aber hat Spaß gemacht. Mach ich mal auf die Wunschliste.